das Leben aus, steigen graue Zweifel während auf, dann ist es Zeit. Fährt das Schiff im Kreis, schäumen Kronen weiß, liegen Träume flügellahm im Eis, dann ist es Zeit, still zu stehen. Bricht die Ernte ein, ist der Tanz vorbei, schläft die treue Wache denn noch ein, dann ist es Zeit, still zu stehen. Denn hier ist Zeit, dich umzusehen. Hier ist Zeit, zuzuhören. Hier ist Zeit, eine Runde aus. Dankeschön, ganz herzlichen Dank und einen schönen guten Morgen, Vormittag. Ja, ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen und wir sind sehr froh, dass Sie alle da sind und heute den guten Zweck unterstützen. Und ja, dass Sie hier sind, das sagt ja auch eine ganze Menge über Sie aus, muss ich sagen. Also Frau Dr. Hobby, Psychologin Anke, würde jetzt mal sagen, Sie sind pünktliche Menschen, denn sie sind pünktlich hier eingetroffen, genau. Ja, sie sind neugierig, weil der Titel heißt Sounds Like Christmas. Sie haben keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Wir könnten ja jetzt auch die Charts der Heavy Metal Weihnachtslieder aufführen. Also sie lassen sich drauf ein. Neugierig, sie sind tolerant, denn das Mittagessen kann heute offensichtlich von 12 Uhr auf 13 Uhr verschoben werden. Das ist doch fantastisch. Ja, sie sind temperaturresistent, Sie waren schon bei Minusgraden auf der Straße, Mama Mia, und vor allen Dingen großzügig, denn Sie haben diese Karte gekauft, Sie wissen genau wofür, ja, und das ist ein Zeichen für ein großes Herz. Und natürlich auch vorausschauend, denn als wir diesen Termin angesetzt haben vor vielen, vielen Wochen, da war ja noch die Möglichkeit, dass unsere deutsche Nationalmannschaft vielleicht im Endspiel steht.
Ja, wir haben alles getan, was dafür nötig wäre, aber die Herren hatten andere Pläne, ist auch in Ordnung, sei ihnen gegönnt. Ja, also insofern kann ich nur das Fazit ziehen, sie sind genau die richtigen Leute heute Morgen oder heute Vormittag bei uns. Ja, und hier ist Zeit, das ist eigentlich schon das, was so unser Motto ist für heute in diesem wunderschönen Kirchenkonzertsaal, wo man wirklich erstmal das Gefühl hat, man kann durchatmen, ja, und ein wenig Zeit gemeinsam verbringen. Ja, der Advent neigt sich langsam dem Ende, die Schritte Richtung Weihnachten werden größer und ja, wir können eigentlich nur sagen, Leute, macht euch bereit, werdet fertig. People get ready. There's a train a-coming, you don't need no baggage, you just get on board. What we need is faith to hear the diesels humming, don't need no ticket, you just thank the Lord. For the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is all we need. Open the doors and board them. There's room for all amongst the loved the most. Yes, there's room for all amongst the loved the most. For the hopeless sinner who won't hurt all mankind just to save his own. Have pity on those whose chances get thinner, 'cause there's no hiding place from the kingdom's throne. People get ready. People get ready. People get ready. People get ready. For the train a-coming, you don't need no ticket, you just get on board. All we need is faith to hear the diesels humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. No, don't need no ticket, you just thank the Lord. People get ready, people get ready. 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 There's room for all amongst the love, the most. Vielen Dank. Ja, ich darf Ihnen nun einen Überraschungsgast ansagen, die sich es nicht hat nehmen lassen, heute Morgen diesen Vormittag mit uns zu teilen. Eine junge Frau, mit der Christian und ich schon ganz, ganz lang freundschaftlich verbunden sind und auch professionell verbunden sind, deren Weg wir schon ganz lange beobachten und begleiten dürfen. Und ja, heute ist sie da, um das Programm ein bisschen mit uns zu vervielfältigen. Ja, und Sie werden gleich merken, eine Stimme mit einem solchen Herzen, ein herzlicher Mensch. Herzlich willkommen, Steffi Mattner. Ja, und wir wollen gemeinsam Ihnen ein Stück singen, das, glaube ich, auch
eine große Überschrift sein könnte für die Arbeit von Mechthild, nämlich nicht nur, wenn die Sonne scheint. Mein Leben lang spazieren gehen, rosarot und sorgenlos, nachher deinen Himmel sehen. Doch such ich immer noch, wenn die Wolken über mir ziehen und mir fast den Blick zu dir versperren, wo grad noch Sonne schien. Plötzlich fällt Regen wie ein Schauer und taucht die ganze Welt hinein. Grau in Grau, heimatlos, verlassen stehe ich allein. Zweifel rinnt schwerer, lässt du mich im Regen stehen? Gerade dann, wenn ich dich wenig sehe, will ich doch zu dir gehen. Nicht nur, wenn die Sonne scheint. Nicht nur auf der Seite des Lichts. Nein, auch wenn die Himmel weint, will ich glauben, was du mir versprichst. Ich tappe im Nebel wie ein Schleier, verwirrt er meine Seele sehr. Unsichtbar und ausweglos seh ich den nächsten Schritt nicht mehr. Was soll ich tun und was soll die Wahrheit sein? Bin verwirrt und suche gerade dann deinen hellen Schein. Nicht nur, wenn die Sonne scheint. Nicht nur auf der Seite des Lichts. Nein, auch wenn die Seele zum Himmel weint, will ich glauben, was du mir versprichst. Nicht nur, wenn die Sonne scheint. Nicht nur, die Sonne scheint. Nein, 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 nein. Nicht nur, wenn die Sonne scheint. Nicht nur, wenn die Sonne scheint. Nein, auch wenn die Seele zum Himmel weint, will ich glauben, was du versprichst, will ich glauben, was du mir versprichst. Steffi Mattner und natürlich Christian Schnarr. Dieses war der erste Streich. Die Steffi kommt noch ein paar Mal zu uns. Ja, und ich darf dir, liebe Mechthild, jetzt die Bühne überlassen. Wir freuen uns auf das, was du uns zu sagen und zu berichten hast. Bitte komm zu uns.
Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich ganz besonders, dass Anke Sieloff und Christian Schnarr und auch die Steffi als Überraschungsgast dieses Konzert heute veranstalten. Ich habe die Frau von Christian Schnarr im letzten Jahr kennengelernt, als die kleine Lena an ihrem ersten Geburtstag überraschend gestorben ist. Und die Frau von Christian ist Kindergartenleiterin und hat die Lena bei uns im Lavierhaus besucht. Wir hatten sie aufgebahrt, weil die Familie noch viele weitere Kinder hat. Und es konnte dort Abschied genommen werden und so haben wir uns in der Arbeit kennengelernt. Und Christian und Anke sind auf mich zugekommen und haben gesagt, sie würden gerne das Konzert zugunsten der Lavier Familientrauerbegleitung geben, die zu 90% spendenfinanziert arbeitet mit jungen Familien, wo Väter, Mütter, Kinder, Geschwister versterben. Und ab dem kommenden Jahr werden wir auch ein Angebot machen, einmal im Monat, vielleicht auf Dauer zweimal im Monat, für Menschen, die alleinstehend sind, die nicht junge Mütter sind, die nicht Kinder, nicht Jugendliche sind, dass sie in das Friedhofshaus, was Sie gleich sehen werden, im Lavierhaus am Südfriedhof vorfinden können. Der Film, den Sie jetzt sehen, der dauert 4 Minuten. Den hat Nick gedreht. Nick kam zu uns als Jugendlicher. Der Vater war plötzlich verstorben. Er kam mit seiner Mutter und mit seiner Schwester. Ich habe zuerst die Familie zu Hause besucht, dann kamen sie zu uns hin und haben Trauerbegleitung erhalten. Das heißt, es gab Einzelgespräche, es gab Familiengespräche und die Mutter kam in die Verwitwetengruppe, die einmal im Monat stattfindet und Nick und seine Schwester kamen auch einmal im Monat in die Jugendtrauergruppe. Dann hat der Nick so nach 2 Jahren, 2,5 Jahren gesagt, es passt für ihn jetzt gut und er spielt Fußball, er hatte gut Fußball gespielt und hat gesagt, das tut ihm gut und es ist nicht nur reden und nicht nur beten und nicht nur weinen, sondern auch Fußball spielen, Musik hören, Musik machen, spazieren gehen. Es gibt so viele Dinge, wie ich Trauer ausdrücken kann. Was wichtig ist, ist, dass ich Trauer rauslasse. Sie kennen das von der Freude. Man sagt manchmal, ich könnte vor Freude platzen und bei Wut wissen wir auch, dass das geht und bei Trauer geht das auch. Wir können implodieren, dass wir daran tatsächlich kaputt gehen oder wir können explodieren. Aber eigentlich ist Trauer ein ganz gesunder Ausdruck, der beim Verlust geschieht und wo wir Trauer rauslassen dürfen und Trauer brauchen gegenüber, genauso wie Freude. Es ist viel schöner, sich zusammen zu freuen und es ist wertvoll, wenn ich ein Gegenüber in der Trauer habe, was nicht sagt, ist doch nicht so schlimm. Ach, das wird schon wieder, sondern jemand, der sagt, ich glaube dir, dass du traurig bist. Das braucht es eigentlich nicht mehr. Der Nick kam zu uns, dann hat er gesagt, ich gehe Fußball spielen. Und dann meldet er sich bei uns in diesem Jahr und sagt, ich muss eine Abschlussarbeit machen und ich soll einen Film drehen und wir durften uns etwas überlegen. Und ich habe gedacht, ich mache das über Lavier, weil diese Familientrauerarbeit ist viel zu wenig bekannt. Und das, was mich berührt hat, das ist, der Nick ist eher ein ruhiger Typ. Das ist eher so einer, der gar nicht so nach draußen geht. Und dass der sich meldet und sagt, er möchte gerne einen Film machen, das hat mich total berührt, das hat mich gefreut. Und ich habe gedacht, das ist so etwas, wie wenn wir den Stein ins Wasser fallen lassen und dann die Kreise weitergehen. Und ganz häufig bekommen wir ja die Kreise gar nicht mit. Aber der Nick ist mit seinem Film so jemand, der ja, uns möglich gemacht hat, so einen Kreis mitzuerleben, was da passiert. Und der Nick ist in diesem Jahr ins Lavierhaus gegangen und er hat mit Jugendlichen bei uns gesprochen und hat diesen kurzen Film gemacht. Verlust. Trauer. Und Leid. Was ist, wenn das Leben jemanden vor eine Herausforderung stellt, die im ersten Moment unlösbar scheint? Vor so einer Aufgabe stehen viele Menschen. Sie verlieren wunderbare Personen, die ihnen nahestanden und die sie bisher auf ihrem Weg begleitet haben. Ich bin Leonie, ich bin 16 Jahre alt und vor fast einem Jahr ist mein Onkel an Multiorganversagen gestorben und vor 7 Monaten ist mein Vater an Corona verstorben.
Für mich war diese Zeit extrem schwer, weil ich auf meine Oma und meinen Opa und generell mehr auf meine Familie aufpassen musste und weniger Zeit für mich selber hatte, auf mich selbst aufzupassen. Also ich habe gemerkt, dass ich mir Hilfe suchen sollte bei der Trauerbegleitung, als ich gemerkt habe, dass es mir gesundheitlich auch nicht mehr gut ging, als mein Körper schon gesagt hat, er kann nicht mehr, weil ich eben die Trauer verdrängt habe. In der Trauergruppe kann ich mich halt besser identifizieren, als wenn ich jetzt mit Familie oder Freunden rede, weil dort halt auch Kinder in meinem Alter sind, die auch ihren Vater verloren haben, dasselbe durchgemacht haben wie ich. Bei La Via ist das so, als ich das erste Mal dort ankam, hatte ich das Gefühl, dass ich sehr herzlich empfangen wurde und dass man sich dort halt auch extrem fallen lassen kann und nicht ahnungslos in irgendwas reinrennt. Hallo Mechthild. Hi Leonie. Ich hätte eine kleine Bitte. Komm rein. Die La Via Trauerbegleitung in Gelsenkirchen bietet eine Anlaufstelle für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach dem Tod von Vater, Mutter oder Geschwistern. Das Team besteht aus 27 PädagogInnen, LehrerInnen und PsychologInnen. Ich heiße Mechthild Schröter-Rupipa, bin 58 Jahre alt, die Gründerin der Familientrauerarbeit in Deutschland. Und ich bin die Leiterin vom Institut für Familientrauerbegleitung La Via. Trauerbegleitung ist dann wichtig, wenn Väter, Mütter, Kinder, also wenn ganz nahestehende Menschen sterben und das System, das Familiensystem auf den Kopf gestellt wird. Das Einstellungsmerkmal von La Via, das sind ganz sicherlich die FamilientrauerbegleiterInnen hier vor Ort, die fast ausschließlich Pädagogen, Pädagoginnen sind, die herzlich sind, die kompetent sind, die MutmacherInnen sind. Menschen kommen hier in oder nach einem Schockmoment hin und gehen in die Knie. Sie stellen sich die Sinnfrage, wofür lebe ich noch? Und dann treffen sie auf andere Menschen und werden aufgefangen. Sie treffen auf uns, Trauerbegleiterinnen, die wir erklären, was ist denn gerade normal in dieser Schräglage. Und Menschen können hier gestärkt wieder rausgehen, weil sie lernen, wieder auf die Beine zu kommen, mit Hilfe von vielen anderen und sich selbst eben auch. Also wenn ich die La Via-Gruppe in drei Worten beschreiben müsste, dann würde ich sagen, herzlich, offen und hilfreich. Erfahrungsaustausch, hilfreich, Vorbild für andere. Befreiend, entspannt und verständnisvoll. Gefühlvoll, gemeinschaftlich und entlastend. Wiedererkennend, Austausch, mutmachend. Mein Name ist Nick Hermert und ich bin 20 Jahre alt. Im Jahr 2016 verstarb mein Vater plötzlich an einem Herzinfarkt. Unser Leben wurde auf den Kopf gestellt. Der Austausch bei der La Via Trauerbegleitung hat auch mir geholfen, meine Trauer zu verarbeiten und positiv zu denken. Auch in den dunkelsten Momenten. Danke. Ich werde dem Nick von dem Applaus erzählen. Als ich gesagt habe, dass ich hier hinkomme, da haben wir in der Kindertrauergruppe darüber gesprochen auch, weil unsere Kinder und Jugendlichen und auch die Eltern darum wissen, dass unsere Arbeit spendenfinanziert ist. Wir haben ganz viele Jugendliche, die selber ehrenamtlich tätig sind. Und ich vertraue einfach darauf, dass Menschen denen geholfen wird und die darum wissen, dass es sich rechnet, dass es sich rechnet, indem wir, wenn wir vielleicht irgendwann bedürftig sind, auch Hilfe bekommen und vielleicht genau von denen, denen wir geholfen haben. Joshua ist 11, er war 10, als sein Vater gestorben ist, er lebt jetzt bei der Oma. Und der Joshua, der hat gesagt auf die Frage, wie ist das, Weihnachten und Trauer? Und dann hat dieser jetzt 11-jährige Kerl gesagt, das ist so, du musst es dir vorstellen, wie wenn so ein ganz großer Kaktus da steht und du läufst mit voll Karacho in diesen Kaktus rein und dann bleiben die Stacheln alle in dir drin stecken. Und dann, wenn man anfängt, Trauerarbeit zu machen, ist das, dass du Stück für Stück die Stacheln rausziehst,
Das dauert ganz schön lange, aber irgendwann wird es wieder gut sein. Und dann stehen wir manchmal da und sind so ein bisschen sprachlos über diese Wortbilder, die Kinder und Jugendliche haben können. Aber ein Teil bei dem Kaktus ist eben auch, dass wenn unser Herz bricht, das ist das, wovon der Joshua spricht, das Herz bricht. Und wenn unser Herz bricht, weil wir etwas oder jemand lieben verloren haben, kommt immer Traurigkeit dabei raus, mit Tränen oder ohne Tränen. Und dann braucht es kein, es wird schon wieder gut und ist doch nicht so schlimm, weil damit spricht man mir die Liebe ab, sondern es braucht ein, wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube dir, dass du traurig bist und darauf zu vertrauen und es wollen. Also diese Kombi braucht es auch, dass es wieder heilen wird. Und das kann, wie Joshua sagt, ganz schön lange dauern, aber dass das Herz heilt und wir dürfen nicht darauf hoffen, dass es wieder so ist wie vorher. Das kann es gar nicht sein. Aber dass hier eine Narbe kommt, eine Narbe, die berührbar sein darf an Gedenktagen, wenn ein Geruch da ist, wenn ein Lied da ist, die darf berührbar sein, aber sie soll nicht schwelen, sie soll nicht eitern, sie soll keine Blutvergiftung machen. Und das ist etwas, wofür Familientrauerbegleitung steht, dass es heilen wird und Trauer darf bleiben, aber sie soll nicht mehr den Tag bestimmen. Und an dieser Stelle jetzt schon nochmal das Dankeschön an diese Unterstützung. Danke. Entbehrung und Leid, er weint bitterlich. Verzweiflung und Angst, ein Kind berührt den Tod. Wunden und Schmerz, die Krankheit siegt. Sag, wie viel Not. Wie viel Not, Mangel und Furcht, vergeblich wartet der Junge, Verletzung und Last, sie hasst sich selber dafür, Tränen und Wut, das Alte. Sag, wie viel Not, wie viel Not. Weite dein Kleid, erbarme Helfer, Tröster. Decke sie zu und halte sorgsam Wacht. Baue dein Reich in schönstes Licht berühren ihre Nacht. Das Grauen gesehen, sie schlägt den Kopf an Wände, den Kampf längst verloren, er zittert und unterschreit. Die Seele gibt nach.
lebend erlebt. Sie hört und riecht es noch immer. Von Trauer blockiert, er lässt ihr Zimmer, wie es war. Von Kummer erschöpft, der Stillstand siegt. Sag, wie viel Not, wie viel Not. Weite dein Kleid, erbarme. Schönstes Licht berühren ihre Nacht. Lass dein schönstes Licht berühren ihre Nacht.
Ja, vielen Dank. Und was ich vorhin noch gesagt habe, und Sie sind offen für verschiedene Musik- und Stilrichtungen. Das ja, ist noch lange nicht jeder. Das hatte ich vorhin in meiner Lobhudelei am Anfang vergessen. Ja, ich glaube, es ist soweit, oder Christian? Jo, es ist soweit. Sie sind gefragt. Genau, und wer Lust hat, mit einzustimmen in weihnachtliches Kommet, ihr Hirten, bitte lautstark, die Akustik ist ein Traum, kann ich nur sagen. Beschwingt und schön. Ja, Sie werden nachher noch ein paar Mal die Gelegenheit haben. Jetzt ist die Stimme warm oder angewärmt und nachher kommt da noch richtig was hinterher. Ich merke das schon. Ja, ich möchte Ihnen gerne ein Stück über einen Wunschzettel singen, nämlich den Erwachsenen-Wunschzettel. Hört sich ein bisschen komisch an, aber Sie werden mitkriegen im Stück, warum das so heißt, was wir uns als Erwachsene wahrscheinlich alle von Herzen wünschen. Menschen an unserer Seite, die das Beste in uns zum Vorschein bringen, Frieden auf Erden und ja, dass die Liebe niemals aufhört. The Grown-Up Christmas List. Wrote to you with childhood fantasy.
fantasies. Well, I'm all grown up now and still need help somehow. I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart, that wars would never start, and time would heal our hearts. Christmas list. What is this illusion called? The innocence of youth. Maybe only in our blind belief we can ever find the truth. Ja, vielen Dank. Ich nehme an, Ihre Wunschzettel sind bereits alle geschrieben, schon unterwegs. Und ja, ich hoffe, dass ganz viele der Wünsche dann tatsächlich auch in Erfüllung gehen. Bevor wir eine kleine Pause machen, beziehungsweise ich glaube so 20 Minuten, wenn ich Lena richtig erinnere, genau, sind Sie nochmal gefordert. Wie gesagt, die Stimme ist warm und wir wollen jetzt fröhlich und kraftvoll in die Pause starten. Ja, mit O du Fröhliche. Es ist sehr fröhlich, nicht erschrecken. Sehr fröhlich, aber nicht.
Zufriedenheit. Zwischenspiel, Entschuldigung. Oh, kriegt man schon Durst und Hunger. Ich sehe schon, Sie haben einen Blick fürs Wesentliche. Genau, aber wir sollen ja Licht sein in der Welt. Sei dir Dank, sei dir Herr, segne das Glück, segne den Tag, Vater der Allen.
leuchten in Ewigkeit. Gib uns die Liebe und Treue für alle Zeit. Dank sei dir da. Vater, der alles vermag, Dank sei dir, Dank sei dir, Herr, segne das Glück, segne den Tag, Vater, der alles vermag, Vater, der alles vermag, Vater, der alles vermag. Steffi, ne? Genau. Trommler, oder? Ja, genau, der kleine. Ja, ich darf die Steffi nochmal bitten, mich uns zu verstärken mit ihrer wunderschönen Stimme. Und ja, wir würden Ihnen ganz gerne als zwei Sängerinnen das Lied von dem kleinen Trommelmann singen. Passt ja, genau. Little Drummer Boy. So, jetzt dürfen Sie noch mal mit einstimmen, wenn Sie möchten. Genau, stimmt das? Ja, genau. In das Warten dieser Welt. Gleich mit einem Playback und der Text wird wieder erscheinen. Oh, das war nix. Fehlstart. Gleich noch mal. In das Warten dieser Welt. Ja, genau. Thank you.
In die Trauer greift Gott ein, er ist nahe, den der weint, dass auch in der tiefsten Not uns das Licht der Hoffnung scheint. Sehet auf, der Retter kommt, wachet auf und seid bereit, denn der Herr erlöst sein Volk, wunderbar zu seiner Zeit. Denn der Herr erlöst sein Volk, wunderbar zu seiner Zeit. Höher, das heißt ein bisschen kräftiger stützen. Und das Leben zieht dort ein, wo die Herzen müde sind. Gottes Geist wird durch das Land wie ein frischer Morgenwind. Seht auf, der Retter kommt, wachet auf und seid bereit, denn genau, wir haben, glaube ich, für das kommende Stück Zu Bethlehem geboren, haben wir, glaube ich, keinen Text. Ich würde einfach mal, wenn Sie es nicht stört, mitsingen. Und wer den Text erinnert, darf gerne mit einstimmen. Do-do-do-do-do.
Sie merken, so 3 Wochen Proben für so eine Sache, das ist, macht sich bezahlt. Liebe Mechthild, bitte nochmal. Ja, danke schön. Ich bin ergriffen, berührt. Ich finde es so großartig. Und Gerhild ist mit nach vorne gekommen. Gerhild gehört mit zu unserem Team. Wir haben Leute bei uns im Team, die in Minijobs dabei sind, die in pädagogischen, psychologischen Berufen unterwegs sind, in medizinischen oder Lehramtsberufen. Das heißt, sie bringen alle eine große Fachlichkeit mit, um dann in die Familien zu gehen. Und mit Gerhild zusammen leite ich gerade eine Jungverwitwetengruppe und wir starten eine neue Verwitwetengruppe. Und obwohl wir 2 Jungverwitwetengruppen haben, wo jeweils 10, 12 Männer und Frauen dabei sind, die noch Kinder im Haushalt haben, gibt es schon wieder die Warteliste für den Sommer. Und genau, ich habe Gerhild gefragt, ob sie auch das ein oder andere Wort einmal spricht. Ja, wie Mechthild gerade schon gesagt hat, ich gehöre zum LaVia-Team. Ich bin im Hauptberuf klinische Seelsorgerin in Bochum in einer großen Uniklinik, bin jetzt in 2 Erwachsenentrauergruppen und da öffnen wir den Raum, traurig sein zu können. Da öffnen wir den Raum, in Austausch zu gehen, sich wiederzufinden in anderen, sich verstanden zu fühlen, sich angenommen zu wissen, ins LaVia-Haus kommen zu können und den guten Geist des Hauses zu spüren, der einfach da ist. Das hat manchmal auch einen kleinen Moment von nach Hause kommen, gerade weil man sich angenommen und weil man sich gesehen fühlt. Jetzt ist es gerade bei den Gruppen der verwitweten Erwachsenen immer wieder so, dass neben der Trauer auch existenzielle Sorgen hinzukommen, weil ein Gehalt fehlt. Und Sie wissen, wir arbeiten spendenbasiert. Eigentlich leisten Teilnehmende der Trauergruppen einen kleinen Kostenbeitrag, aber das ist eben manchmal nicht möglich und natürlich soll aber trotzdem die Trauerbegleitung ermöglicht werden. Und darum noch einmal ein freundlicher Appell an Sie alle, jeder Cent, jeder Euro ist wichtig, Sie können ganz viel Gutes tun, Sie können mit Ihrer Unterstützung den Raum öffnen, um Menschen in ihrer Trauer zu begleiten. Und darum jetzt schon mal einen ganz herzlichen Dank an Sie. Ich habe 2 Bücher von mir mitgebracht und ich will an der Stelle gar keine Werbung für meine Bücher machen. Das ist anstatt Blumensträuße oder eine Sektflasche an euch beide, bekommt ihr gleich ein Buch, wo Geschichten drinstehen aus der Arbeit, die manchmal heilsame Geschichten sind, weil sie weiter denken lassen, weiter fühlen lassen. Und das steht jetzt nicht hier drin, aber in dem Buch davor, da gab es die Geschichte drin von Tobias. Tobias war damals 5, als der Papa gestorben ist, und er war 7, als er in der Kindertrauergruppe war. Und es gab die große Frage, jetzt muss ich es einmal geben, es gab die große Frage, trauern Jungs eigentlich weniger als Mädchen? Trauern Männer eigentlich weniger als Frauen, weil die doch meistens weniger weinen? Und die Kinder haben hin und her überlegt und der Tobias war ganz schnell dabei und hat gesagt, er weiß, warum das so ist. Das liegt am Körperbau und an der Muskulatur. Und ich habe gedacht, der Tobias erklärt jetzt mir was von Hormonen und benutzt da gerade andere Begriffe. Und dann sagt er, nein, weil wir Jungen und auch die Männer, wir haben mehr Bauchmuskulatur, die fängt hier an und hört hier auf. Und die Frauen, die haben etwas weniger, weil die haben Brust dazwischen.
Und wenn die Traurigkeit kommt und die Tränen hochsteigen, dann spannt man einfach die Bauchmuskeln an und dann gehen die Tränen wieder weg. Und so hat Tobias sich und uns das erklärt, warum Männer weniger trauern und nicht weniger Tränen haben, aber nicht weniger trauern. Genau. Und an der Stelle, Dankeschön. An der Stelle ganz herzlichen Dank an euch, die ihr das hier so auf die Beine gestellt habt, auch diese ganze Organisation mit dem ganzen Team, und das möchte ich euch gerne überreichen. Und danke auch an Sie und euch, dass ihr heute hierher gekommen seid. Ja, herzlichen Dank. Kühlschrank leer, der Kopf ist schwer voll Chaospoesie. Hab's gut geplant, es ist trotzdem spät, die Zeit ist relativ. Im Rotweinrausch sing ich zu laut, schreib Lieder übers Leben. Und morgen, wenn ich heiser bin und meine Zeilen wiederfind, dann weiß ich, ich werd's niemals ganz verstehen. Dann lese ich mit einem Schmunzeln, was da steht. Halten oder schweben, staunen oder reden, Urknall oder großer Plan. Kennt der Anfang schon das Ende? Zurück nach vorn, scheitern oder glänzen, reich mit leeren Händen, wieder mal Kopf durch die Wand. Nehm ich Wunden wie Wunder an. Vielleicht muss man ein ganzes Leben lernen, wie ein Stück vom großen Ganzen herrlich und konkret. Ich sammle kleine Meilensteine, egal wohin ich gehe. Ein Mosaik aus Scherben und Gold, nie fertig, nie perfekt. Denn jeder Morgen stellt neue Fragen. Das klare Bild von gestern Abend ist von Zweifeln überdeckt. Ein jeder Stein, der fehlt, liegt auf dem Weg. Halten oder schweben, staunen oder reden, Stillstand oder alles riskieren. Unter Tränen will ich brennen und verglühen. Neue Flügel wachsen nur aus Staub und Asche. Ein Streichholz brennt in meiner Hand. Ich nehm Wunden wie Wunder an. Ich nehm Wunden wie Wunder an. Vielleicht muss man ein ganzes Leben lernen, wie man lebt.
Vielen herzlichen Dank. Wir haben natürlich im Vorgespräch mit Mechthild uns überlegt, wie wir das Programm zusammenstellen. Wir wollten ja auf keinen Fall hier einen traurigen Vormittag miteinander verbringen, ganz im Gegenteil, so wie auch deine Arbeit aufbauend sein soll und ist. So haben wir auch das Programm zusammengestellt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch solche nachdenklichen, wunderbaren Texte wie dieser Lernen, wie man lebt von Ina Regen, eine österreichische Kollegin von mir, die das auf Mundart gesungen hat, das Lied. Und ich habe mir erlaubt, das für sie zu übersetzen, sonst hätten es nicht so viel verstanden und vor allen Dingen hätte ich es gar nicht gekonnt. Genau. Und ja, wir haben uns noch eines Stückes bedient von Ina Regen, was vielleicht auch in deiner Arbeit zur Sprache kommt, ist ja der Nordstern im Leben, dass man bestimmt, dass es immer gut ist, etwas zu haben, an dem man sich ausrichten kann, der einfach immer da ist. Auch wenn die Wege mal schräg und kurvig sind, ist es sicher gut, einen Nordstern zu haben. Und ja, Ina Regen hat ein Lied über diesen Nordstern geschrieben und ich bräuchte da zwischendurch ab und zu ihre Hilfe, wenn Sie verzeihen. Aber Ina hatte natürlich einen Chor und ich habe ja heute auch einen, deshalb darf ich, eine Übersetzung konnte ich leider nicht tätigen, weil im Hochdeutschen zu viel Silben dann da gewesen wären. Ja? Das heißt, sonst komme ich nicht an im Hochdeutschen. Und das sind deutlich zu viele Silben, deswegen musste ich mich da des Schwäbischen bedienen, meiner Heimat. Genau, und das heißt dann einfach, sonst komme ich nicht. Sonst komme ich nicht. Nur, dass Sie wissen, was dann diese Zeile bedeutet, dass das auch musikalisch zusammenpasst. Und dann gibt es am Schluss, das werden Sie sehen, auf Zeichen, vielleicht von Christian oder von mir, wenn wir so machen, dann wäre das ein passender Moment, einmal kräftig aus voller Lunge Hey zu rufen. Ja? Ich glaube, das dürfte jetzt von der Tonhöhe kein Problem sein. Sie sind ja inzwischen auch warm. Genau. Also dieses Zeichen. Sollen wir es einmal probieren, nur dass Sie nachher nicht überrascht werden? Okay. Hey. Oh, super. Passt. Sitzt. Okay. Nordstern. Aber du fängst mich jedes Mal, siehst, was ich kann, nicht was ich soll, siehst meine Schatten und mein Licht, weil du dahinter schaust und spürst, woher ich komme, wohin's mich zieht. Mit dir find ich Gefühl, wenn ich nichts spüre, und auch mein Glück, wenn ich verliere. Nach jedem Sonnenuntergang bist du mein Kompass in der Hand. Ich find mit dir wieder ans Land. Du bist mein Nordstern, ich schau zu dir. Wenn ich durch die Nacht muss, bleibst du bei mir. Denn sonst komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht an. Du kennst den Hafen, ich kenn die Wellen. Und geh ich verloren, werd ich auf dich zählen. Denn sonst komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht an. Du kennst jede Frage, die ich nie stell, zeigst mir die Sonne, wenn sie fehlt, willst mir gern jede Antwort geben, verschiebst die Wolken in meinem Leben und du tanzt mit mir im Regen. Wir haben uns schon wieder ganz lang nicht gesehen. Jetzt sitzt du gegenüber, als wär's nie geschehen. Du bist mein Nordstern, ich schau zu dir. Muss ich durch Nacht, dann bleibst du bei mir. Denn sonst komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht an. Oh, okay. Du kennst den Hafen, ich kenn die Bell. Verloren werd ich auf dich zählen, denn sonst komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht an. Denn sonst komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht an. Super! Hm.
schau zu dir, wenn ich durch die Nacht muss, bleibst du bei mir. Denn sonst komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht an. Du kennst den Hafen, ich kenn die Wellen, die ich verloren, werd ich auf dich zählen. Denn sonst komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht, komm ich nicht an. Yeah. Komm in it. Wow! Super! Super, das ging von jedem Hey zu Hey wurde es mehr und oh Gott, gut, dass das Lied zu Ende war. Bitte? Ja, genau. So, liebe Steffi, würdest du noch ein Duett mit mir singen? Ich würde mich sehr freuen und zwar When You Believe. Genau, wir haben unsere eigene kleine Version gebastelt und ich freue mich sehr. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank bei Steffi Mattner, dass sie heute Morgen dabei ist. Ja? Ganz spontan. Also ich muss nochmal das etwas ausführen, was Anke am Anfang erwähnt hatte, angedeutet hatte. Sie sagte, wir haben Steffi schon lange begleitet, musikalisch. Also Steffi ist eine Doppelschülerin sozusagen. Sie hat bei Anke Gesangsunterricht und bei mir Klavierunterricht. Many nights we've prayed with soul proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew. You believe, though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will, when you believe. In this time of fear, when prayer so often proves in vain, hope seems like the sun, but birds so swiftly flown away. When
Steffi Mattner. Oh, wir haben einen Mitsinger, ne? Genau. Ja, Sie dürfen mitsingen, genau. Ich stehe an deiner Krippe hier. Und ich darf Sie einladen. Das ist ein wunderschönes Arrangement vom Christian, so wie alle Arrangements von heute Abend vom Christian sind. Und Sie hören also hier aus diesem kleinen Apparat Geigen und Flöten und Streicher und Trommeln und also alles, was das Herz begehrt, Ihnen entgegenspringen. Und ja, vielleicht können Sie nach der zweiten Strophe einfach mal die Augen schließen in diesem wunderbaren Raum. Ja, und sich mit uns gemeinsam und vor allen Dingen mit dem Orchesterklang auf die Reise zur Krippe machen. Und Sie werden sehen, es wird schneien und winden und Sie sehen die Hütte und es ist beleuchtet und was braucht man mehr? Ja, wir möchten auch gern die amerikanische Weihnachtsmusik bemühen. Das geht ja nicht ohne, genau. Aber ja, ein kleines Medley aus Santa Claus is Coming to Town.
White Christmas, ein relativ unbekanntes Stück, aber ich denke, Sie nehmen es mir nicht übel, genau. White Christmas und Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Shout, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you are sleeping, he knows when you're awake, he knows if you are good or bad, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Fire is so delightful, but since we got no way to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs for stopping, and I brought some corn for popping. Lay down the lights down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and we are still goodbying, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way out I'll be warm. And the fire is slowly dying, and we are still goodbying, but as long as you love me so, let it snow, 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 let it snow. Danke sehr. Ich muss immer dran denken, als ich meine Tochter, als sie noch klein war, genau, und wir haben
dieses Lied gemeinsam gesungen, kam natürlich die Frage, wie wahrscheinlich bei jedem Kleinkind, es ist ein Ross entsprungen, sagt sie, wo kommt denn das Pferd her zur Weihnachtszeit? Genau. Ja, da kommt man schon mal in Erklärungsnöte, genau, aus einer Wurzel zart. Ebenfalls ein Arrangement von Christian. So, ich fange schon mal an, mich zu bedanken, weil die Liste ist lang. Es sind ganz viele helfende Hände heute Abend, will ich immer sagen. Ja, ist ja bald, genau. Heute Vormittag. Ja, und ich fange an mit dem großen Dank hier an das Team der Heiligkreuzkirche, besonders erstmal an den Ton. Wir sind hier super gut ausgestattet, meine Güte, und haben uns sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen Dank. Dann
singen wir gemeinsam. Genau, wir gehen nun zur Tochter. Raten Sie, welche? Richtig. Sehr gut. So, ich glaube, das ist was man mit voller Freude und Sangeskunst singen kann. Mal dazu kommen, liebe Mechthild und liebe Steffi, genau, weil, genau, und jetzt, oh ja, die Mitarbeiterin auch von der Mechthild, weil wir brauchen jetzt Stimmen hier oben, volle, ja, das hast du jetzt davon, nicht schlimm, tut nichts solistisch, jeder, der Lust hat und Freude hat zum Mitsingen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Organisation des Morgens. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Wippich und seinem Team, die für uns heute hier mitgefilmt haben. Du möchtest sicher das vielleicht noch ergänzen. Ja, das ist der Hammer. Also Michael und Tim mit der Filmfirma Headframe Pictures, treue Begleiter von mir mittlerweile, ganz tolle Jungs, die hier die Ersten waren heute Morgen mit den Mitarbeitern der Kirche zusammen und aufgebaut haben. Ganz großes Kino, es gibt eine Überraschung, wir werden diesen Film, den Konzertfilm am Heiligabend nochmal streamen auf der YouTube-Seite von La Via.
Das heißt, wenn Sie mögen, können Sie da nochmal reinhören oder es auch weitersagen und Werbetrommel rühren. Also am Heiligabend kann das Konzert nochmal erlebt werden, auch wieder mit der Möglichkeit, die Arbeit zu unterstützen, mit einem Spendenlink, freiwillig natürlich. Das wäre ganz toll, wenn viele einschalten würden. Vielen Dank an Michael und Tim und seine und ihre Mannschaft von Headframe Pictures, die Videofirma. Dankeschön. So, nun alle zusammen als letztes Stück. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen vierten Advent und ja, vor allen Dingen dann ein schönes Weihnachtsfest. Hört ihr, wie die Engel singen und spätestens beim Gloria. Also bitteschön, da will ich was hören. Dankeschön, vielen Dank.
Ja? Ja. Wow, Sie überwältigen uns. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Wunderschön. Ach so, genau. Ja, jetzt kommt ein Experiment. Genau. Christian hat ein Arrangement über alle Jahre wieder gemacht. Halten sich fest und schnallen sich an. Südamerikanisches alle Jahre wieder. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, genau, genau, genau. Ihr seid wirklich klasse, das mitzumachen, so am Schluss noch ein lateinamerikanisches, leise, ja, nicht schlecht, aufs Parkett legen, ganz genau, ganz genau. Ja. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Mitarbeiter von La Via sich noch ganz freundlich an die Ausgänge, die nun geöffnet sind, stellen. Genau, und natürlich dankbar sind noch für, wer sich frei fühlt, da noch was hineinzutun. Das kommt in den gemeinsamen großen Topf hinein. Und ich denke, Mechthild ist mächtig dankbar dafür. Genau, mit Ja, seien Sie Scheinwerfer. Machen Sie das dunkle hell. Der war nicht schlecht, oder? Finde ich jetzt, war von Christian. Gerade noch eingefallen. Have yourself a merry little Christmas. Your heart be light.
Gesegnetes Fest.